Herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo zur Eutrophierung und zum Umkippen eines Sees. Ich möchte dir heute zeigen, wie zu viele Mineralstoffe für einen See tatsächlich schädlich sein können. Beginnen wir mit einem Profil des Sees. Du weißt, je nach Jahreszeit hat der See vertikal gesehen eine ganz unterschiedliche Schichtung und wir schauen uns jetzt aber nur die Schichtung im Sommer nochmal zur Wiederholung an. Das heißt, im Sommer sammelt sich das kalte, 4 Grad kalte Wasser unten am See, weil Wasser bei 4 Grad die höchste Dichte hat. Diese Schicht, die sich dadurch ergibt, nennen wir Hypolimnion. Das Hypolimnion wird auch Tiefenwasser genannt. Über dem Hypolimnion liegt dann das Metalimnion, das ist die Sprungschicht, in der das Wasser auf einmal deutlich wärmer wird. Denn das wärmere Wasser hat ja eine geringere Dichte als das kalte Wasser und liegt deswegen da drauf. Und gerade in dieser Sprungschicht ändert sich dann die Temperatur des Wassers ganz rapide und zwar so stark, dass wirklich zwei gut zu unterscheidende Schichten von Wasser verschiedener Temperaturen da übereinander liegen und sich nicht miteinander durchmischen. Das ist wichtig. Über dem Metalimnion, also über der Sprungschicht, liegt dann das Epilimnion, das Oberflächenwasser, was von der Sonne recht stark aufgewärmt wird und im Sommer dann durchaus mal Temperaturen von 20 Grad oder mehr erreichen kann. Dieses Wasser hat eine viel, viel geringere Dichte als das Tiefenwasser und liegt deswegen wie eine separate Schicht obendrauf. Wichtig ist jetzt hier nochmal zu betonen, dass Epilimnion und Hypolimnion sich nicht durchmischen im Sommer, weil der Temperaturunterschied so groß ist, dass sich dazwischen diese Sprungschicht ausbildet, das Metalimnion, und verhindert, dass das Wasser mit den verschiedenen Dichten, mit den verschiedenen Temperaturen sich durchmischen kann. So, jetzt kann man den See aber noch auf eine andere Art und Weise vertikal in verschiedene Zonen einteilen, nämlich wenn wir uns anschauen, was für Stoffwechselprozesse in diesen einzelnen Zonen stattfinden. Und da schauen wir jetzt auch nochmal drauf. Du weißt, im See leben Pflanzen und auch Tiere. Und die wichtigsten Stoffwechselprozesse sind da wohl die Photosynthese, die durch die Pflanzen betrieben wird, und die Zellatmung, die durch die Pflanzen und die Tiere betrieben wird. Du weißt, bei der Photosynthese nehmen die Pflanzen Kohlenstoffdioxid auf, bauen daraus ihren Zucker auf, mit Hilfe des Sonnenlichts und mit Wasser zusammen, und als sozusagen ein Abfallprodukt entsteht dabei Sauerstoff. Bei der Zellatmung ist es nun genau umgekehrt, da wird Sauerstoff gebraucht, zusammen mit Zucker, um daraus dann Energie zu gewinnen, und dabei wird dann CO2 und auch Wasser frei. Photosynthese ist nur möglich an solchen Stellen, wo auch genügend Licht ist, und deswegen kann Photosynthese nur eher in den oberen Bereichen des Sees stattfinden, wo nämlich das Licht noch genügend vorhanden ist, dass die Pflanzen daraus aus der Energie, die in dem Licht steckt, dann den Zucker aufbauen können. Das heißt, dass auch nur in den oberen Zonen des Sees, zumindest in den normalen Seen, in Seen, die sehr, sehr klar sind, da geht das auch durchaus noch recht weit runter, aber wenn wir uns jetzt so einen ganz normalen Durchschnittssee anschauen, dann sehen wir, dass oben in den oberen Schichten sich die Pflanzen aufhalten, ja, die normalen Gefäßpflanzen oder auch das Phytoplankton. So, wenn jetzt oben in der obersten Schicht da Phytoplankton schwimmt und das Licht schon ziemlich gut absorbiert, dann können, je tiefer man im See geht, immer weniger Pflanzen nur noch vorkommen, denn die nehmen sich ja gegenseitig das Licht auch weg. Ne? Wenn ich da schon ein paar Pflanzen drin habe, einige Algen, das ganze Phytoplankton, das absorbiert ja das Licht, um daraus dann die Energie zu gewinnen zur Zuckerproduktion, und dadurch wird das Licht immer weniger, je tiefer man in den See geht. Das heißt, irgendwann ist es vorbei, da reicht das Licht nicht mehr aus für die Photosynthese, und ab da findet dann nur noch Zellatmung statt. Das geht dann runter bis auf den Boden. In dieser Zone gibt es also nur noch verbrauchende Prozesse, die Sauerstoff benötigen und CO2 produzieren. In der oberen Zone ist das anders, da wird durch die Photosynthese Sauerstoff sogar hergestellt. Und da wird nicht nur Sauerstoff hergestellt, sondern auch Nährstoffe, Zucker, der dann in andere Nährstoffe auch umgewandelt werden kann. Deswegen nennt man diese obere Zone, wo
viel Photosynthese stattfindet, wo Nährstoffe aufgebaut werden. Die trophogene Zone, das heißt so viel wie die nährstoffbildende Zone. Dann gibt es darunter eine Zone, wo das Licht gerade noch ausreicht, dass so viel Photosynthese gemacht werden kann, dass der Sauerstoffbedarf und der Nährstoffbedarf in dieser Zone noch so gerade durch die Photosynthese gedeckt werden kann. Das heißt, Photosynthese und Zellatmung halten sich hier die Waage. Deswegen nennen wir diese Schicht die Kompensationsschicht oder Kompensationszone, ja, wo die Photosynthese so gerade noch den Bedarf der Zellatmung kompensiert. Und daran schließt dann die Schicht in der Tiefe des Sees an. Die nennt man die trophlytische Zone. Das bedeutet so viel wie die nährstoffzersetzende Zone. Und das ist einfach der Fall, weil da nicht mehr genug Licht ist, dass da die Photosynthese, die da noch stattfinden kann oder könnte, nicht mehr ausreicht, um den Bedarf der Zellatmung an Sauerstoff und an Nährstoffen zu decken. Das heißt, hier wird tatsächlich mehr Sauerstoff verbraucht, als theoretisch zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass der Sauerstoffgehalt in dieser Zone über den Sommer kontinuierlich abnimmt, weil ja immer mehr Sauerstoff verbraucht wird, als hergestellt wird. Werfen wir doch nochmal einen kurzen Blick auf die Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidkonzentration in diesen einzelnen Zonen, beziehungsweise in der trophogenen und in der trophlytischen Zone. Wir sehen, in der trophogenen Zone haben wir sehr viel Sauerstoff, weil die Pflanzen sehr viel Photosynthese betreiben und verhältnismäßig wenig CO2, weil das CO2 von der Photosynthese verbraucht wird. In der trophlytischen Zone sieht es nun genau umgekehrt aus. Hier wird keine Photosynthese betrieben, es wird kein Sauerstoff hergestellt, sondern es wird nur Sauerstoff verbraucht von der Zellatmung, die da stattfindet. Und dadurch haben wir einen verhältnismäßig geringen Sauerstoffgehalt, aber einen recht hohen CO2-Gehalt, denn Kohlenstoffdioxid wird hier durch diese Prozesse auch hergestellt. So, jetzt sind wir so weit, dass wir uns mit dem Phänomen der Eutrophierung beschäftigen können. Wir müssen uns dazu anschauen, wie viel gelöste Mineralstoffe in dem See jeweils vorhanden sind. Du weißt, Pflanzen benötigen zum Wachstum jetzt nicht nur Licht und CO2 und Wasser, um Photosynthese zu betreiben, sondern sie benötigen auch Mineralstoffe, das ist zum Beispiel Phosphor oder Stickstoff, die sie in ihre Substanz einbauen müssen, um überhaupt wachsen zu können. So, und je nachdem, wie viel Phosphor und Stickstoff jetzt in diesem See vorhanden sind, hat das natürlich einen Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen. Ist wenig Phosphor und wenig Stickstoff da, wachsen die Pflanzen nicht so gut, dann ist der See auch relativ klar, weil nicht so viele kleine Partikel, also nicht so viel Phytoplankton in dem See schwebt. Wir nennen den See dann oligotroph. Ja, oligo heißt wenig und troph, das bedeutet Nährstoffe. Also in dem See gibt es wenige Nährstoffe, wir sagen Mineralstoffe. Ja, es geht jetzt um Stickstoff, Phosphor, sowas, das sind Mineralstoffe. Ein oligotropher See hat also ein nicht so großes Pflanzen- und Phytoplanktonwachstum, weil nicht so viele Mineralstoffe drin sind. Wenn jetzt ein bisschen mehr Mineralstoffe dazukommen, das kann auf ganz natürliche Weise geschehen, wenn zum Beispiel mal ein Elch am See vorbeigeht und ein bisschen in den See reinschifft, dann haben wir direkt ein paar mehr Nährstoffe drin und dann wird der See mesotroph. Ein Elch kann jetzt natürlich nicht bei einem See einer gewissen Größe anrichten, dass der See sofort mesotroph wird. Da brauchst du schon eine ganze Horde Elche, aber das kann natürlicherweise dann auch schon mal vorkommen. Mesotroph heißt also mittelmäßig viele Mineralstoffe und die Pflanzen wachsen dann schon etwas mehr. Und wenn der See dann sehr viele Mineralstoffe hat und das Pflanzenwachstum sehr stark angeregt wird, dann nennen wir den See eutroph. Eutroph bedeutet jetzt, dass der See sehr, sehr viele Mineralstoffe hat und das Pflanzenwachstum entsprechend angeregt wird. Wenn ein See auf einmal so viele Mineralstoffe bekommt, auf einmal von oligotroph zu eutroph wird, dann nennt man das eine Eutrophierung. Und eine Eutrophierung geht in den allermeisten Fällen auf den Einfluss des Menschen zurück. Zum Beispiel, wenn aus der Landwirtschaft sehr, sehr viel Gülle, also sehr, sehr viele Mineralstoffe aus der Gülle in einen See kommen. Das kann passieren, wenn die Bauern rund um den See zu viel düngen, was in den meisten Fällen passiert, und dann wird dadurch Regen der Dünger in den See reingeschwemmt. Ja, das heißt, da gelangt Phosphat, vor allem Phosphat in den See, auch zum Teil ein paar Stickstoffverbindungen, und dann wird dieses Pflanzenwachstum angekurbelt.
So, jetzt müssen wir uns anschauen, was hat denn dieses große Pflanzenwachstum für Folgen für den See? Einerseits gibt es viele Pflanzen, wird auch sehr viel Photosynthese betrieben, das heißt, der Sauerstoffgehalt in der oberen Schicht des Sees, also in der trophogenen Zone, der steigt und der CO2-Gehalt nimmt ab, weil Photosynthese verbraucht CO2 und produziert Sauerstoff. Dadurch, dass es da jetzt aber so viele Algen, so viel Phytoplankton gibt, nehmen die sich irgendwann selber gegenseitig das Licht weg und das bedeutet, dass auch viele von denen sterben. Es sterben sowieso immer viele von denen, weil die haben auch kein endloses Leben. Ja? Kleine Einzeller, die leben oft nur relativ kurz. Und wenn die sterben, sinken die auf den Grund des Sees in die trophlytische Zone und werden dann da von Destruenten, also von Organismen, die organische Substanz abbauen, abgebaut. Und die benötigen Sauerstoff. Und je mehr organische Biomasse da runter auf den Boden sinkt, desto mehr Sauerstoff benötigen die, um das alles abzubauen. Das bedeutet, in der trophlytischen Zone sinkt der Sauerstoffgehalt dann dramatisch ab und der CO2-Gehalt steigt an. Ja, weil diese Organismen da so viel Zellatmung betreiben, um die ganze Biomasse da unten abzubauen, dass sie einfach so viel Sauerstoff benötigen. So, es bilden sich jetzt zunächst von diesen abbauenden Organismen erstmal immer mehr da unten, weil die ja genug zu essen haben sozusagen. Aber irgendwann ist der Sauerstoffgehalt so gering, dass die da auch Probleme bekommen. Und das große Dilemma im Sommer ist ja, dass sich die trophogene Zone, oder das Epilimnion oben, wo so viel Sauerstoff ist, nicht mit der Tiefenwasserzone, also mit dem Hypolimnion, vermischt, weil es einfach von der Dichte her so unterschiedlich ist, dass keine Durchmischung stattfinden kann. Deswegen hat es dann da unten am See so extrem wenig Sauerstoff und das führt dann dazu, dass die Organismen, die unten auf dem Seeboden sich befinden, ihren Stoffwechsel umschalten müssen und zwar nicht mehr Zellatmung betreiben können, weil sie keinen Sauerstoff mehr haben und dann anfangen müssen, Gärung zu betreiben. Und da finden dann die verschiedensten Gärungsprozesse statt, bei denen zum Teil giftige Gase entstehen, wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak oder auch Methan. Diese giftigen Gase im Wasser führen dann dazu, dass noch mehr Organismen absterben, weil sie diese Gase nicht aushalten können, die dann da im Wasser gelöst sind. Und im Endeffekt sorgt das dann dafür, dass der See komplett stirbt, also ganz, ganz viele Organismen darin sterben. Es überleben nur noch einige wenige Organismen, die mit diesen Bedingungen klarkommen. Aber die ganzen Pflanzen sterben ab und die Biomasse, die tote Biomasse reichert sich an und der ganze See, ja, färbt sich richtig bräunlich. Das Wasser, es stinkt und der See ist biologisch gesehen fast in einem toten Zustand sozusagen. Unter solchen Umständen sagen wir dann, der See ist umgekippt. Man versucht, solche umgekippten Seen durch verschiedene Maßnahmen wieder zum Leben zu erwecken, zum Beispiel indem man Sauerstoff einleitet von außen künstlich oder indem man tote organische Substanz entfernt aus dem See, damit er sich möglichst schnell wieder in den alten Zustand versetzen kann. Aber solche Maßnahmen wirken meistens nur auf sehr langfristige Sicht. Das bedeutet, so schnell kriegt man einen umgekippten See nicht wieder in den alten oligotrophen Zustand versetzt. Das bedeutet auch, wir sollten besser zusehen, dass sowas erst gar nicht passiert. Kurze Zusammenfassung. Wenn ein See relativ wenig gelöste Mineralstoffe wie Phosphor oder Stickstoff hat, dann nennt man ihn oligotroph. Entsprechend hat er ein relativ geringes Pflanzen- und Phytoplanktonwachstum, was ihn relativ klar erscheinen lässt. Der Sauerstoffgehalt in dem tiefen Wasser des Sees ist zwar nicht ganz so hoch wie im Oberflächenwasser, trotzdem aber noch auf einem verhältnismäßig guten Niveau. Hat der See sehr viele gelöste Mineralstoffe, zum Beispiel dadurch, dass Nährstoffe aus der Landwirtschaft in den See gelangen, hat er auch ein entsprechend hohes Phytoplankton- und Pflanzenwachstum, wir nennen den See dann Eutroph. In einem eutrophen See sterben mit der Zeit immer mehr Phytoplankton-Einzeller ab, da sie sich gegenseitig beschatten und manche deswegen nicht genug Licht für die Photosynthese haben. Und dann sinken die auf den Boden und sammeln sich da an. Und diese ganze tote Biomasse am Boden führt dann dazu, dass die
destruenten, also die abbauenden Organismen im Boden, einen sehr hohen Stoffwechsel an den Tag legen und dadurch sehr viel Sauerstoff verbrauchen. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt am Grunde des Sees im tiefen Wasser sehr, sehr dramatisch. Und es kann sogar so weit gehen, dass der Sauerstoffgehalt fast bei Null ankommt und dann die Destruenten, die Organismen unten am tiefen Boden des Sees, anfangen, Gärung zu betreiben. Und bei dieser Gärung entstehen giftige Gase, was für andere Organismen im See ganz schädlich ist und die dann auch noch absterben. Und somit wird das dann zum Teufelskreis. Es sterben immer mehr Organismen aus dem See und irgendwann ist der See fast komplett tot. Er ist dann eine braune Brühe, stinkt und man nennt das das Umkippen eines Sees. Wenn ein See erstmal umgekippt ist, ist es sehr, sehr schwer, ihn wieder in den Originalzustand, in den Ausgangszustand zurückzuführen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du mal was zwischendurch nicht richtig verstanden hast, dann schau dir das doch einfach nochmal an. Schönen Tag noch. Ciao.